Liebe Teilnehmer unserer Coaching-Ausbildung, ich möchte Ihnen jetzt eins meiner absoluten Lieblingswerkzeuge für das systemische Coaching präsentieren, und zwar das Lebensrad. Das Lebensrad gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren Klienten dazu zu bringen, sich erstmal einen Überblick über die eigene Situation zu verschaffen. Das heißt, dass er quasi per Helikopter-View erstmal von oben auf sein Leben drauf guckt, um zu sehen, wo stehe ich gerade. Das ist besonders geeignet für die erste Coaching-Sitzung, die Sie mit einem Klienten haben, und eignet sich ganz toll, um in recht kurzer Zeit, dauert ca. 20 Minuten, zu schauen, wo steht er gerade und wo möchte der Klient mit Ihnen überhaupt im Coaching arbeiten. Sieht folgendermaßen aus. Das ist das Lebensrad. Und Sie gehen mit Ihrem Klienten Aspekt für Aspekt seines Lebens durch. Und Sie starten mit Karriere, Beruf. Karriere, Beruf, das ist diese Achse hier. Hier ist immer 0 und hier ist 10. Und Sie fragen jetzt Ihren Coaching-Klienten: Auf einer Skala von 0 bis 10, wie zufrieden sind Sie mit dem Aspekt Beruf im Moment in Ihrem Leben? 0 würde bedeuten, Sie sind komplett unglücklich, was Ihren Beruf anbetrifft. 10 würde bedeuten, Sie sind komplett happy, was das Thema Beruf anbetrifft. Wichtig: Es geht nicht um absolute Performance, es geht um Zufriedenheit. Das heißt, es ist eine Zufriedenheitsskala von 0 bis 10. Jetzt geht es weiter mit dem Aspekt Geld. Und hier fragen Sie wiederum Ihren Klienten: Auf einer Skala von 0 bis 10, wie glücklich sind Sie mit dem Aspekt Geld in Ihrem Leben? 0 würde bedeuten, Sie sind komplett unglücklich mit Ihrer finanziellen Situation. 10 würde bedeuten, er ist überglücklich, wie das finanziell im Moment läuft. Und auf dieser Skala, wo würden Sie sich positionieren? Der Klient sagt vielleicht: Geld, fühle ich mich sehr unwohl im Moment. 4. Ja. Dann wäre die 4. Hier. Der Beruf, habe ich gesagt, der Beruf macht mir Spaß. 9. Jetzt haben wir schon mal zwei Werte für Beruf und für Geld. Jetzt geht es weiter. Jetzt fragen Sie ihn zum Thema Gesundheit. Lieber Coaching-Klient, wie zufrieden sind Sie mit dem Aspekt Gesundheit momentan in Ihrem Leben? 0 würde bedeuten, ich bin klinisch tot, ich fühle mich hundsmiserabel. 10 würde hier bedeuten, ich fühle mich so fit körperlich, ich bin besser als der durchschnittliche professionelle Athlet der deutschen Olympiamannschaft. Ja. Und hier sagt der Klient: Im Punkt Gesundheit geht es mir wirklich sehr gut. Ich sage mal eine 8. Na, und so geht es das ganze Rad rum. Ich sage Ihnen nur die weiteren Aspekte. Sie können natürlich fragen nach dem Thema Familie und Freunde. Wie wohl fühlen Sie sich da in Ihrem Leben momentan? Vielleicht wieder auf die Frage nach der Zufriedenheit: Oh, das kommt gerade viel zu kurz. Dadurch, dass ich in meinem Beruf so aufgehe, ist es eine 2. Hier auf 18 Uhr beim Lebensrad können Sie fragen: Wie wohl fühlen Sie sich mit dem Aspekt Beziehung zu einem Significant Other? Das heißt nicht, Heirat gleich glücklich, Single gleich unglücklich. Es kann auch sein, genau andersrum.
dass ein Mensch gerade sehr unglücklich ist, weil er in der Ehe ist oder sehr unglücklich ist oder sehr glücklich ist, weil er Single ist, werden Sie nichts, sondern fragen Sie Ihren Klienten, wie zufrieden sind Sie mit dem Aspekt Beziehung. Und unser fiktiver Klient sagt hier vielleicht, ich bin gerade in keiner Beziehung, fühle mich sehr wohl damit, mir geht es prächtig als Single, deshalb 9. Jetzt geht es weiter und Sie fragen vielleicht nach dem Thema persönliche Weiterentwicklung. Wie zufrieden sind Sie mit diesem Aspekt in Ihrem Leben? Und da sagt der Klient, persönliche Weiterentwicklung ist gerade gar nicht. Ich mache meinen Job, der macht mir Spaß, aber ich habe keine Zeit für Spiritualität, ich habe keine Zeit für einen Salsa-Tanzkurs und für Italienisch lernen schon gar nicht. Deshalb ist es bei mir eine 1, findet nicht statt und deshalb bin ich auch gerade so unzufrieden. Okay, good to know. Sie können jetzt vielleicht fragen nach dem Aspekt Spaß und Erholung. Wie zufrieden sind Sie mit dem Aspekt in Ihrem Leben? Und sagt der Klient, naja, nee, auch nicht so, gebe ich mal eine 3. Im letzten Speicher fragen Sie Ihren Klienten nach seiner Zufriedenheit mit der momentanen Wohnsituation. Das heißt Wohnumfeld, Wohnkontext, die Nachbarschaft, die hier wohnt, die Stadt, die hier wohnt. Wie zufrieden ist der Klient mit diesem Aspekt? Also Wohnen, zu Hause. Ne? Wohnen im Umfeld, er sagt unser fiktiver Klient hier, ja, passt so mittelmäßig, ist ein bisschen klein jetzt, aber ist eine schöne Lage, also mal 5. So, jetzt sind wir einmal rum ums Rad. Jetzt können Sie Ihren Klienten bitten, das mal zu verbinden. Das bedeutet, alle Punkte, die er jetzt gegeben hat, soll er zu einem Rad verbinden. Sehen, was da jetzt entsteht. Neben dem äußeren Rad gibt es ein inneres Rad, wobei man hier nicht wirklich von Rad sprechen kann. Und jetzt ganz wichtig, wie Sie weitermachen. Jetzt sagen Sie dem Klienten Folgendes. Lieber Klient, lieber Coaching-Klient, stellen Sie sich mal vor, Sie schneiden das jetzt hier aus. Und Sie kopieren das dreimal, sodass Sie 4 solche Räder haben und Sie montieren genau das an ein Fahrzeug mit Achse hier durch. Und fahren jetzt auf 4 Rädern, die genau so aussehen. Wie, lieber Coaching-Klient, würde sich diese Fahrt für Sie anfühlen? Sagt der Coaching-Klient, naja, ziemlich holprig. Okay, dann frage ich als Coach, und in Ihrem echten Leben, wie fühlt es sich da an? Ist es da auch zu holprig? Dann sagt der Klient, ganz ehrlich, ja, noch viel holpriger. Es geht mir gerade sehr schlecht. Und die nächste Frage könnte sein, okay, lieber Klient, an welchem Aspekt von den hier genannten, würden Sie denn jetzt mit mir als Coach gern weiterarbeiten im Coaching? Dann sagt der Klient, naja, ganz ehrlich, als allererstes Mal Weiterentwicklung brauche ich nicht, als erstes Mal an Spaß und Erholung. Ich habe das Gefühl, ich bekomme überhaupt nicht genug Erholung, das Gefühl, ich bin nah am Burnout und er gilt vielleicht diesen Aspekt. Obwohl er bei dem Aspekt Weiterentwicklung und Familie und Freunde vielleicht rein objektiv von Zahlen her betrachtet, noch schlechter da schön ist, sagt er, nee, hier fangen wir an. Und das ist Ihr Einstieg. Sie werden mit dem Klienten dann arbeiten, an seiner Work-Life-Balance, dass er vielleicht ein bisschen was für seinen Sport tut und so weiter. Aber so haben Sie sich einen guten Auftrag abgeholt und können jetzt hervorragend mit Ihrem Klient genau dazu arbeiten. Unser Vorschlag für die Übung, die Sie jetzt machen, suchen Sie sich einen Klienten aus Ihrem Umfeld, führen Sie ein Coaching mit diesem Klienten durch und bitten Sie Ihren Klienten genau
das mit Ihnen mal durchzugehen, das Lebensgrad. Genau wie es hier beschrieben ist, wichtig, lassen Sie den Klienten visualisieren. Ja, geben Sie ihm den Stift in die Hand, er malt das Lebensrad, ja, Sie sind Coach, Sie sind Begleiter, Sie stehen neben dran. Sie interpretieren nicht, ganz schwierig, ganz wichtig. Der Klient hat die Deutungshoheit über sein Lebensrad, das ist sein Leben, das ist sein Gehirn, es ist eine Visualisierung seiner mentalen Repräsentation, wie sein Leben im Moment aussieht. Das heißt, es, was unsere Teilnehmer am häufigsten falsch machen, wenn wir das üben, ist interpretieren. Sie sagen, ich sehe schon, da müssen Sie mal hier und da und so weiter. Ja? Coaching ist Beratung ohne Ratschlag. Hüten Sie sich vor Ratschlägen. Ratschläge sind auch Schläge. Lassen Sie im Klienten das aufzeichnen, das spricht für sich. Er wird selber merken, woran genau er mit Ihnen als Coach arbeiten möchte. Und das Instrument ist sehr wirkungsstark, ja, und entfaltet die Wirkung wirklich von allein, ohne dass Sie das besonders kommentieren. Viel Erfolg bei der Praxisübung.